Hallo allerseits und willkommen zum vierten Türchen des diesjährigen Adventskalenders. Diesmal widmen wir uns einem Buch, und zwar Die Blutlinie von Cody McFadden. Vielleicht kennt das der eine oder andere von euch schon. Tatsächlich sind die Bücher von ihm, das ist eine Serie um die FBI-Agentin Smokey Barrett. Und die ist tatsächlich bei uns in Deutschland erfolgreicher als irgendwo sonst. Der neueste Band sollte auch bei uns als erstes und auch erstmal ausschließlich bei uns rauskommen, aber der Autor ist erkrankt und hat jahrelang nicht geschrieben und vielleicht kommt es gar nicht raus. Aber darum geht es auch gar nicht. Es soll um das erste Buch gehen, und zwar, wie gesagt, Die Blutlinie. In dem lernen wir Smokey Barrett kennen, die bei einer Jagd nach einem Serientäter teilgenommen hat. Und dieser Täter hat sich irgendwann gegen sie gewendet, hat sie vergewaltigt, ihren Mann und ihre Tochter getötet, und sie war monatelang zu Hause, um ja erstmal die körperlichen Schäden zu überstehen, weil ihr ganzes Gesicht voller, er hat sie geschnitten und alles ist voller Narben, und ja, sie war halt sicher, dass sie nie wieder zum FBI zurückkehren kann, dass sie diese Arbeit nicht mehr machen kann, weil sie eben ihre ganze Familie durch ihre Arbeit verloren hat. Aber dann wird sie von ihren Kollegen dazugeholt, denn man hat eine Frauenleiche gefunden, und die Tochter der Frau war an die Leiche gebunden. Die Tochter lebt noch, die hat 3 Tage lang also auf der toten, geschändeten Leiche ihrer Mutter gelegen. Und das kleine Mädchen, was also überlebt hat, ist Smokies Patenkind, und die Verstorbene war ihre beste Freundin. Und obwohl sie sich ja geschworen hat, die Finger davon zu lassen, kann sie natürlich jetzt doch nicht umhin, sich in diesen Fall einzumischen. Und erstmal nimmt sie das Mädchen zu sich, das so verstört ist, dass es nicht redet. Also es kann wahrscheinlich noch reden, aber es möchte einfach nicht mehr reden. Und ja, zusätzlich muss sie jetzt den neuen Täter jagen. Und leider hat er eine Nachricht hinterlassen, dass dieser Mord für sie war. Das heißt, sie ist jetzt auch noch quasi schuld daran, dass ihre Freundin gestorben ist. Und nach und nach werden also sie und ihre Kollegen immer tiefer reingezogen, und der Täter gibt sich als Nachfahre von Jack the Ripper aus und tötet also weiter Frauen, und vor allen Dingen schadet er auch immer mehr den Ermittlern privat. Und ja, wie das Ganze ausgeht, verrate ich euch natürlich nicht. Den Link zum Buch gibt es auch als Kindle Edition, als Taschenbuch, als Hardcover, als Doppelband mit dem zweiten Buch der Serie. Also da könnt ihr euch eine Version von aussuchen. Ich verlinke jetzt mal unten direkt zur Hauptausgabe. Ja, tatsächlich ist dieses Buch kein Meilenstein der Literatur, und es ist sehr, sehr brutal geschrieben. Also da ist man nicht zimperlich. Wer also Triggerprobleme hat, sollte die Finger von diesem Buch lassen. Nichts, was in diesem Buch passiert, ist wirklich schön. Aber ich bin tatsächlich ein Fan von Büchern, die besonders blutrünstig sind, wenn es um Serienkiller geht, weil ich denke mir immer, je brutaler der Killer ist und je mehr Schmerz er den Leuten zufügt, desto mehr Genugtuung hat man, wenn er am Ende geschnappt oder am besten selber niedergemetzelt wird. Und ja, das gehört einfach dazu. Das ist einer der Gründe, warum ich lieber amerikanische Krimis und Thriller lese als deutsche oder überhaupt europäische. In den Europa, da wird meistens irgendjemand erschossen oder so, und dann sucht man nach dem Täter. Punkt. Nee. Ich mag auch Geschichten, in denen der Täter tatsächlich gar kein bestimmtes Motiv hat, im Sinne von, ich räche mich an einer bestimmten Person, die ich gut kenne, weil sie mir was angetan hat, sondern der einfach eine Reihe von Leuten umbringt, einfach weil er Spaß am Töten hat oder so. Das sind so diese menschlichen Abgründe, die mich viel mehr interessieren als irgendwelche nachvollziehbaren Motive. Weil das Psychologische da einfach viel interessanter ist. Und ja, wie gesagt, in diesem Buch geht es sehr brutal zur Sache, aber das FBI-Team, jetzt nicht nur unbedingt Smokey, sondern auch ihre ganzen Kollegen, sind mega sympathisch, sind glaubwürdige Charaktere, und das Buch ist spannend bis zum Schluss. Ich habe es auch schon mehrmals, nee, gelesen habe ich tatsächlich nur einmal, aber ich habe das Hörbuch dazu. Das kann ich euch auch empfehlen, weil das wird von Franziska Pigola, der Synchrostimme von Agent Scully, gelesen. Und auch von Nico aus Baphomets Fluch.
Die liest sämtliche Bücher von Cody McFadden. Das kann ich euch nur empfehlen. Auch gibt es bei Audible für kleines Geld. Ja, wie gesagt, dieses Buch macht super viel Spaß, trotz allem, weil es spannend ist und weil man es nicht mehr aus der Hand legen kann. Und wenn man dazu noch ein Fan von Jack the Ripper ist, ob der Täter jetzt ein wirklicher Nachfahre von dem ist oder nicht, das müsst ihr selber rausfinden. Aber es werden natürlich auch viele Rückschlüsse gezogen auf die Geschichte damals. Es werden so ein paar Fakten eingespielt, die historisch auch korrekt sind und so. Und diese Verbindung von alt und neu finde ich sehr, sehr gelungen. Das ist so ein Buch, wenn man es einmal in die Hand genommen hat, dann kann man nicht aufhören, bis man durch ist. Ja, also eines meiner absoluten Lieblingsbücher tatsächlich. Und ja, das war's dann jetzt auch für heute. Jetzt habe ich genug über dieses Buch geredet. Weiter geht es morgen mit einem Manga. Seid gespannt. Bis dahin.